132 Seiten mit dem Titel Wachstum, Bildung, Zusammenhalt. So sieht er aus, der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP. Und der steht heute an zur Beratung und Beschlussfassung. Dafür hat sich der CDU-Bundesausschuss heute Mittag, am Montagmittag in Berlin versammelt. CDU-TV hat für Sie wie gewohnt Bilder und Töne der Veranstaltung eingefangen. Koalitionsvertrag ganz spannend, weil er einerseits die Ernsthaftigkeit der Wirtschaftskrise annimmt, andererseits auch Zuversicht ausstrahlt, ganz starke Vorstellungen darüber hat, wie wir wieder auf die Beine kommen, Wachstum, Innovationskraft dieses Landes auch nach vorne bringen, aber ganz klar auch für die Menschen deutlich machen, wo sie mit Sicherheit sich auf uns verlassen können. Ein langes, dickes Werk, aber viel Inhalt, ein Aufbruch, Mut zur Zukunft, Verantwortung. Klug aus der Krise rauskommen, das ist das, was wir vorhaben, mit einem Partner, mit dem wir uns gut verstehen. Also ich bewerte ihn sehr positiv, weil er Impulse setzt für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland, weil es auch einen neuen Aufbruch darstellt und auch das Ziel, Bürokratie abzubauen, verkrustete Strukturen wegzunehmen. Das sind, glaube ich, alles wichtige Impulse, die hier der Koalitionsvertrag für eine gute Zukunftsperspektive in Deutschland entwickelt. Ich glaube, dass der Koalitionsvertrag eine gute Grundlage für die Politik in den nächsten 4 Jahren ist. Natürlich stehen wir vor einer schwierigen Zeit. Es müssen 3 Dinge miteinander in Übereinstimmung gebracht werden. Die Bewältigung der Wirtschaftskrise, die Konsolidierung der Haushalte und das Ziel, Impulse für Wachstum zu setzen. Ich glaube, der Koalitionsvertrag ist ein guter Start für eine Regierung, in der Freiheit und Wachstum und sozialer Ausgleich wichtige Stichworte sind. Es ist die Auftaktsituation in einer Weltwirtschaftskrise, in der wir zunächst einmal die nächsten 2 Jahre sicher dazu brauchen, die Folgen dieser Krise einigermaßen beherrschbar zu machen und in der wir zugleich den Blick brauchen für die Zeit danach. Dieser Koalitionsvertrag ist ein ambitionierter, ein mutiger Vertrag. Er wird aber dazu führen, dass dieses Land aus der Wirtschaftskrise erfolgreich geführt werden kann. Das ist ein starkes Signal für Mut zur Zukunft, ein starkes Signal an die junge Generation, jetzt Weichen so zu stellen, dass neues Wachstum entstehen kann. Dazu gehören die Entlastungskapitel, also da, wo es um, so nenne ich es einmal, Fairness zwischen Bürger und Staat geht, speziell im Blick auf Familien und die Leistungsträger. Dazu gehört, was mich persönlich ganz besonders freut, die Bildungsrepublik Deutschland. Nie hat in 60 Jahren Bundesrepublik Deutschland eine Bundesregierung so viel investiert, 12 Milliarden.